Guten Morgen, sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Der Klimareport, meine Damen und Herren, hat vor kurzem gezeigt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann müssen wir uns zum Ende dieses Jahrhunderts in Bayern auf plus 4,8 Grad einstellen. Eine Katastrophe für Mensch und Natur. Ja, Ende des Jahrhunderts hört sich vielleicht weit weg an, aber die Menschen, die heute geboren werden, werden zum großen Teil mit hoher Wahrscheinlichkeit das noch erleben. Und wir tragen die Verantwortung dafür, wie unsere Kinder und Enkel am Ende des Jahrhunderts leben werden. Der CO2-Ausstoß muss schnell sinken, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel, zu dem wir uns in Paris verpflichtet haben, erreichen wollen. Beim Sorgenkindverkehr sinkt der CO2-Ausstoß jedoch nicht, er steigt sogar weiter an. Hier ist der dringendste Handlungsbedarf. Wir müssen unsere Mobilität schnell klimaneutral organisieren, meine Damen und Herren. Wenn man nun Ihren Staatshaushalt anschaut, sieht man, dass die Staatsregierung die Herausforderungen unserer Zeit offensichtlich nicht erkannt hat. Vor 20 Jahren hätte man die kleinen Verbesserungen, die Sie beim ÖPNV machen, günstigere Tickets, ein bisschen mehr ÖPNV-Mittel, ja vielleicht noch als Fortschritt durchgehen lassen können. Aber heute reicht es nicht. Heutzutage brauchen wir angesichts der Klimaveränderung der rasanten dringend sehr viel mehr Tempo und mehr Einsatz für die Verkehrswende. Und Frau Ministerin, wenn ich höre, dass Sie im Haushaltsausschuss ziemlich dreist sagen, Sie wollen eigentlich gar keine Mobilitätswende, weil Sie den Leuten nicht vorschreiben wollen, wie sie sich fortbewegen sollen, komme ich zu dem Schluss, dass Sie offensichtlich noch nicht ganz verstanden haben, worum es in dieser Debatte überhaupt geht. Es ist doch Ihre starrsinnige CSU-Autopolitik, die momentan in weiten Teilen des Landes die Menschen zum Autofahren nötigt, weil Sie keinen Plan haben und keine Idee haben, wie vernünftige Alternativen aussehen. Seit 16 Jahren warten wir auf den gesetzlich vorgeschriebenen Schienennahverkehrsplan. Seit fast 20 Jahren warten wir auf den Gesamtverkehrsplan, ebenfalls gesetzlich vorgeschrieben, alle zwei Jahre eigentlich zu aktualisieren. Aus solchen Plänen zum Beispiel würde sich ableiten, was man denn tun muss, um im Sinne gleichwertiger Lebensverhältnisse im ganzen Land die Verkehrsinfrastruktur auf Vordermann zu bringen. Zum Beispiel beim rostigen Schienennetz, damit Sie den Bayerntakt, den Sie groß bewerben, auch wirklich einmal fahren können im ganzen Land und den Stundentakt, den Sie versprechen, auch von der Infrastruktur her überhaupt auch darstellen können. Und am besten mit elektrischem Strom, auch ein wichtiges Thema, statt Diesel und aufgelassene Nebenstrecken reaktivieren und einbeziehen. Der Bund hat für all diese Sachen jetzt sehr viel Geld eingestellt, aber der Staatsregierung fehlt es an Plänen und Konzepten, sodass wir Mittel gar nicht abrufen können, zum Beispiel bei den aufgewachsenen GVFG-Mitteln. Meine Damen und Herren, es geht aber nicht nur um Klimaschutz bei der Verkehrswende. Es geht darum, dass immer mehr Menschen in der Stadt und erst recht auf dem Land Alternativen zum Auto wollen und es nicht mehr hinnehmen wollen, dass sie mit ihrer einseitigen Straßenbaupolitik ins Auto zwingen. Immer mehr Leute wollen endlich Alternativen, nämlich Bus und Bahn mit attraktiven Takten zu günstigen Preisen und sicheres und bequemes Radwegenetz, so wie es in anderen Bundesländern oder in anderen Staaten entwickelt wird. Deswegen schreiben wir nichts vor, sondern Sie schränken die Wahlfreiheit von Menschen ein, indem Sie einseitig den Straßenbau vorantreiben und Menschen ohne Auto im Regen stehen lassen. Wir jedenfalls wollen, dass die Menschen zwischen bequemem Auto, zuverlässigen Öffis und sicherem Radl wählen können und dass alle Menschen gut vorankommen, auch nicht nur die Hälfte der Bevölkerung, die Auto und Führerschein hat. Mit unseren Änderungsanträgen können Sie die richtigen Zeichen setzen und für Klimaschutz und Verkehrswende die richtigen Hebel in Bewegung setzen. Stimmen Sie diesen zu, dann geht was vorwärts bei Klimaschutz und Verkehrswende. Vielen Dank.